had to scream, heirate mich Julia. Oh, ja. Oh, Mann. Ja, Digga, ich klau hier, was machst du hier? 15 Leute am Server online. That a lot. Wir gehen rein, Leute, wir gehen rein. Ihr seht vielleicht, dass wir hier ja angefangen haben, das gesamte Ding so ein bisschen zu überdecken, überdachen. Und Veto hat jetzt hier netterweise das komplette Ding noch abgefahren, was schon mal ganz geil ist. Und dann haben wir jetzt quasi Platz bis hier vorne. Das heißt, wir haben unser Gebiet nochmal unglaublich krass erweitert, nur damit wir noch mehr Platz haben. Das schmeckt! Ja, Digga, G-Time ist komplett raus. Das finde ich ein bisschen wack, weil wir eigentlich es anders machen wollen. Wir haben jetzt hier vorne quasi diese riesige Fläche einfach so für uns quasi. Und ich würde gern hier einfach eine riesige Höhle draus bauen, die Kevin quasi mit seiner kompletten Farm quasi benutzen kann. Ich weiß, dass es nicht die ganz feine englische Art ist so, aber to our defense, wir brauchen halt einfach mehr Platz, weil Basti GAG hat einen valid point so. Wir sind einfach zu klein gewesen. Hallo? Hallo? Also, okay, ist der Richtige. Hallo. Warum ist das dein vierter Discord-Account in diesem Jahr? Digga, halt's Maul, Alter. Das ist ein Voice-Changer, das ist nicht Revi, das ist nicht Revi, das ist nicht Revi. Das ist ein Soundboard. Das ist nicht Revi. Mann, Trimax, ich hab meinen vierten Discord-Account. Was hast du gehört, wie der Trimax gesagt hat? Da hat man im Hintergrund noch tatsächlich Karl von letzter Woche gehört. Wer will nicht stottern? Sag mal einen Satz, ohne zu stottern. Okay, Romatra, ich hoffe, dass du bei deinem Stream wirklich dich einfach in den Tod streamst. Ey, das hab ich schon gesagt vorhin, aber nicht, dass ich's hoffe. Das war ein Clip von Max mit Sound-Editor. Das ist echt stark gemacht, das Ding hier. Hallo? Hört man mich? Hey, G! Nice! Moin! Moin! Ich hab schon auf dich gewartet. Geil, dass du da bist. Ja, ich bin jetzt da. Ich craft jetzt direkt Honigblöcke erstmal wieder zusammen. Let's go! Kevin, ich wollte noch mal kurz mit dir reden. Ja? Jetzt ist Ärger. Nee, es gibt keinen Ärger. Ich will einfach nur wissen, wie es dir geht, Kevin, und ob du gesehen hast, was wir gemacht haben und ob ich dir von dem Plan erzählen soll oder ob du jetzt einfach wieder raus bist. Ich bin jetzt erstmal beim Honiggolem dabei. Man kennt dich so, Kevin, ne? Ja, also ich hab die ein oder andere... RP-Geheimwaffe habe ich noch in der Hinterhand. Okay. Nicht schlecht, Alter. Wo will man ein RP-Duell machen, wer besser von uns RPen kann? Ich glaube, da gewinnt Nebelnik. Nee, nur zwischen Spark und mir. Holy ich finde, wir sind schon beide ziemlich krasse Schauspieler. Ja, das stimmt. Eine Woche, ein Monat lang GTA-RP-Server. Digga, Kevin, die bringen sich um. Die bringen sich legit um. Ja, ein Monat lang besseres RP auf dem GTA-Server. Aber auf so einem richtigen Müll-Server, nicht auf so einem guten. Right. Hast du nicht sehr lange GTA-RP gebracht, Rigo? Ich hab's einen Monat versucht und ich bin dabei fast suizidal geworden. Also, ist auch ganz schlimm gewesen, als ich dann online eine Freundin hatte und so. Aber man flüchtet sich dann halt in so eine geile Rolle rein. Das ist halt schon ganz geil, um sich vom echten Leben abzulenken. Für Romatra wäre das was. Nee. Leid. Ich bin ja doch nicht so ein Loser. Einfach mal die ganze GTA-RP-Szene richtig hops genommen. Romatra, Alter, die hassen dich jetzt alle, ne? Hallo? Ja. Sebastian! Digga, der Server, also der ist sofort verbuggt. Also, Leute. Der Meinung, ey, ich leise, nicht meine ganz yes, hey! Junge! Sebastian! Der Rotpilz, hallo! Lass das, ich hasse das! Rotpilz, schau mal hier. Du siehst vielleicht, wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen mehr Fläche gegönnt, quasi. Ja, Rotpilz, wenn du Bock hast, kannst du hier vielleicht ein bisschen die Graskante hier weiter nach unten terraformen, quasi so ein bisschen, ne? Weißt du? Bis nach ganz unten runter, meinst du? Ja, genau, auf das, also quasi, dass wir hier später irgendwann so, ich würde dann halt gerne hier noch die ganze Klippe weiter ziehen, so quasi hier auf dem Level, so dass das Ganze so auf einem kleinen Plateau steht, quasi auf so einer Erhöhung, weißt du? Erhöhung. Dass man quasi so einen geilen kleinen Berg hat, wo ein Treppchen da oben geht, so. Und dann würde ich sagen, dass man halt quasi Treppchen! Dass man quasi so auf der Höhe hier quasi so angelangt. Weißt du, was ich meine? Jo. Dass das hinten so schön so smooth geterraformt wird. Aber wir müssen da auch mal anfangen. Irgendwie passiert da nichts. Bro, was machen wir denn gerade legit? Nee, aber ich meine so Mauer oder so. Oh mein Gott, Dicker. Was ist denn mit G-Time? Baut er noch mit? Gamers haben halt actually seinen Sub bei mir gekündigt. So sauer war der diese Runde. Ich hab gerade einen neuen Sub gegiftet bekommen. Ich hol mal Betten, hier liegen Betten, ich schlafe. Ab ins Bettchen, Fabo! Jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr, wir haben uns mit diesem Projekt übernommen, jetzt wo wir es nochmal vergrößert haben? Nein, stopp. Das ja, wenn wir hier jetzt für immer zu dritt weiterbauen, dann ja. Das ist die goldene YouTube-Regel, du sagst einfach nur, yo, wir schaffen das. Das ist von Bob der Baumeister, actually, das hat nichts mit Nein, dem zu tun. Achtung, Jungs, eine Lieferung! Geil, ganzes Inventar ist schon voll. Ja. Das wollt ihr alle von mir, Alter, mein Chat. Was für einen Namen schreien muss ich? Ach, wer hat denn hier seine Punkte eingelöst? Wessen Namen? Von wem? Von wem den Namen? Wie heißt denn der Typ? Ja, was soll ich schreien? Seeking! Digga, die armen Nachbarn hier, Digga, ich bin hier irgendwo. Seine Freundin denkt sich so gut, dass ich kein Deutsch bin. Die ist nicht hier, die ist bei ihren Eltern. Wahrscheinlich schauen die gerade den Stream hier und das ist noch unangenehmer für mich. Oh mein
Alter. Mal gucken, was der Freund von Tochter so macht. Als ob die so reden. Als ob die so reden würden. Als ob die wirklich so reden würden. Als ob. Sag mal, wie reden die so? Die reden Englisch, Digga. Ja, wir reden die so auf Englisch. Warum reden die nicht Schwedisch? Warum lernst du nicht einfach Schwedisch, du Ehrenloser? Ich verstehe das nicht falsch jetzt. Ne? Ach Mann, wessen Namen jetzt schon wieder schreien, Digga? Mein. Ich hab grad gemacht. Halt's Maul, du hast gar nicht so viele Punkte. Burka! Digga, das denken die auch, ich bin irgendein so ein Erzkonservativer, der seine Frau zwingt, seine Burka anzuziehen. Digga, das ist so zynisch hier. Das Internetkabel geht die ganze Zeit raus. Der Ton geht einfach aus. Das ist so geil einfach hier. Du sprichst durch eine Röhre. Was soll das? Wer ist mit Spark und Schweinig? Wer ist da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Der Beste? Öla. Ach, Digga, nein, Junge, nein! No. Wir streamen gerade aus der neuen Zentrale. Der neuen Zentrale? Was denn? Du hörst dich voll kacke an, Revi. Ich bin aus der neuen Zentrale gerade am Stream. Du bist voll leise, das ist voll angenehm, danke. Ich stream aus der neuen Zentrale, was soll denn das? Hört auf, immer Mic-Mute zu schreiben, Chat, ich kann's nicht ändern, Mann! Gezogen oder was bei dir? Ich bin nach Schweden gezogen. Ach so, bist du bei deiner neuen schwedischen Freundin? Ich bin nach Schweden gezogen. Aha. So, Dena, jetzt, guck mal. Ja, sag, stell deine Frage, aber flott hier. Willst du bei Pogwarts mitbauen, ja oder nein? Ich habe gerade angefangen, eine richtig geile Rennstrecke zu bauen und wollte jetzt eigentlich genau da weiter. Ja, da viel Spaß damit, du Zurückgebliebener. Ja, dann bau deine Rennstrecke, Alter, dann hast du wenigstens irgendwas, wo du mal gewinnst. Eine Rennstrecke ist eine geile Sache. Und was machst du, Pogwarts? Was ist das? Das größte Projekt, was es jemals in ganz Craft-Hackle gegeben hat. Okay, also es ist halt legit so. Zeig's mir. Okay. Wo muss ich hinkommen? Hey, wie hast du überhaupt mitbekommen, dass ich bei dir gesprengt habe? Ja, sau unlustig mal wieder. Du hast in... Och, Digga. Oh, Mann, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist denn dein Haus jetzt? Hast du ein Portal mit so einem schönen Bild darüber von dir oder nicht? Och, Digga, Mann, du dummer Autist. Hier ist eine riesige Redstone-Schaltung gewesen. Boah. Och, Junge. Wie talkst du hier mit uns? Mann, warum? Ja. Warum, Digga, warum? Warum, wieso, warum, weshalb, hä? Haben wir Entenbraten? Das ist Entenbraten, ob wir Entenbraten haben. Entenbraten. Was ist das? Entenbraten. Wie sie fragen. Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Nein. Ich brauche Entenbraten. Was ist das? Entenbraten. Entenbraten. Ja, so einen geilen Entenbraten. Sag, it's when you kill a duck. Ich weiß nicht. Fitta. Doch. Nein. Doch. Ja, hast du gehört, dass ich gesagt habe, halt die Fresse? Dumme Worte. Ich schrei jetzt nicht den Namen, Alter. Lass mich in Ruhe, Mann. Die denkt, ich bin verrückt. Ich habe dafür Punkte ausgegeben, Junge. 100.000 Punkte. Welchen Namen denn? Nein, das schrei ich nicht, ihr dummen Affen, Alter. Check dir, wie der Name heißt. Nein, f*** euch ins Knie, Chat, das mache ich nicht. Wie gehst du damit um, Syndica, wenn dein Chat dich mobbt? Mein Chat mobbt mich nicht. Hä? Streamst du auch auf Twitch? Ja. Das ist weird dann. Ja, die Schlucht sieht mittlerweile wirklich wild aus einfach. Sebastian, du bist halt ein Fiesling. Nein. Meinst du? Sag mal was Nettes. Deine Freundin ist saugeil. Ich hab gesagt, nein, I didn't say mine, I said his. Das ist das Beste. Oh nein. Ah, das war's wert. Heißt übrigens, wie dein Chat dich memt, Revi. Was? Mann, geht mir alle hier. Ey, wir machen gleich Only Mode Chat rein. Das ist gerade so nervig hier. Digga. Mods, mach kurz Only Mode rein. Geil, jetzt ist Only Mode Chat drin. Ah, Julia. Ja. I had to put my chat in Only Emote because they were memeing so much. About things I said. Yes? Yes? What did you say? Like, so there can is you a recall thing. What you said? There's a thing like you can have donor points, right? So I had to scream, heirate mich Julia, which means f***ing marry me. Obviously I'm not screaming that. Mann, Alter. Wir hatten noch Grüezi. Bist du dumm? Was Hallo? Machst du hier? Bist du dumm? Bist du verwirrt oder sowas, Alter? Bist du zurückgeblieben, Norman? Ja, was machst du hier? Ja, Digga, ich klau hier. Was machst du hier? Digga, ich komm hier hin. Ich komm hier hin und er steht einfach im Vorgarten von Kevin. Und guckt sich so um. Guckt diese Villager an. I just found him here. And I'm like, what are you doing here? He's like, what are you doing here? I'm like, stealing. He's like, yeah, the same. Basically, we're always stealing from this player.